Okay, es kann auch sein, dass das gewesen ist. Das wäre es natürlich. Ich guck gleich mal auf der Karte. Ob hier noch ein Eingang existiert. Irgendwas übersehen haben. Aber es könnte auch sein, dass es das war. Ach, hier ist noch eine. Genau, hier ist noch ein Eingang. Ich wollte gerade sagen. Das wäre ein bisschen merkwürdig sonst. Mist, ich hab den dahinter erwischt. Egal. Wie schlecht habe ich denn heute gezielt? Ich meine, das war ein perfekter Schuss. Ich habe die Laufkrümmung mit einberechnet. Oh, Backe. Den hat man an die Wand getackert. Hier geht's wahrscheinlich weiter. Das ist der Rückweg. Okay. Uns fehlt übrigens auch noch ein Dedra-Artefakt. Das bekommen wir durch die Gefährtenquest. So viel habe ich gesehen. Ich habe mal geschaut, was uns noch fehlt. Das ist das Artefakt von Halcine. Alter, der Sturm draußen, ne? Ich meine, ich liebe sowas, aber... Alter! Ich hoffe mal, dass kein Stromausfall oder irgendwas kommt. Da ist nämlich die Aufnahme für den Hamster. Der ist tot. Nicht so gut. Hier ist keiner. Ist da jemand? Nein. Was? Alter, was hat der für ein, was hat der für ein Radar, ne? Oh, was ist eigentlich, wenn wir hier... Ich vermute, er wird uns auch angreifen. Er wird nicht als Feind angezeigt, ne? Das war's. Mehr habt ihr nicht. Na, wenn ich jetzt aufstehe aus dem. Ja, jetzt geht er als Feind durch. Er hat uns bemerkt und dann instant. Ja, natürlich auch scheiße. Na, was willst du machen? Das finde ich immer schade, wenn man. Ich meine, wir sind jetzt noch kein Werwolf per se, aber gut, ist die Frage, wie sehr sind die halt in ihrem Werwolf-Modus, dass die halt nicht mehr klar denken können, ne? Wie sehr sind die schon Bestie anstatt Mensch? Ich wollte eigentlich den Bogen nicht. Naja.
Hier ist nichts weiter, ne? Nee. Ist da jemand? Nee. Niemand außer ein verirrter Pfeil. Schön, dass er hier unten auch nichts mitbekommen hat, ne? Ja, da oben so laut und deutlich, ist hier jemand? Ja, hier so unten so, ich trinke meinen Kaffee, ist mir egal. Hier passiert nichts. Wenn ich mich nicht rühre, sieht mir auch keiner. Kaiserliche, okay. Die Wichtigkeit des Wo. Ein Buchblatt, wir noch nicht hatten. Interessanterweise. Ist auch unfassbar, wie viele Bücher es in dem Spiel gibt, ne? Wie viel Lesematerial eigentlich. So. Die letzte Quest übrigens, die wir machen werden, wird das mit Alduin sein. Obwohl, die Schüssel wollte ich nicht, die packe ich gleich zurück. Denn der Bürgerkrieg ist keine Hauptquest, soweit ich weiß. Der wäre optional. Schüssel. Wo ist das Ding? Da, Holzschale. Dann behaupte ich mal. Dass wir hier soweit durch sind, oder? Nee, warte, von hier kommen wir. Wo ist denn jetzt? Ah, hier. Sagen, muss da irgendwo der Rückweg sein. Hä? Das hätte aber treffen müssen. Das ist ein Bullshit. Okay, der liegt hier schon länger rum. Also ich hätte hier mal aufgeräumt, wenn ich hier eingezogen wäre. Verstehe ich immer nicht. Das erste, was ich mache, wenn ich mir so eine Wohnung hier suche, so ein schnuckeliges Zuhause, dann ich doch hier ein bisschen Altlasten wegräumen. Schutt und so eine Scherze. Komisch, dass er noch mit Pelz da liegt, ne? Alter, das ist, der Sturm draußen ist übel. Ihr hört das nicht. Das Mikrofon nimmt das, glaube ich, nicht auf. Aber das ist draußen richtig, Bong, Tür ins Gesicht. Ja, wie gesagt, keine Ahnung, ob ich hier nochmal hin müsste, theoretisch, praktisch. Bang. Ach ja, das war die Besenkammer. Ah, ich würde sagen, dann haben wir alle Points of Interest erkundet soweit. Dann schauen wir mal nach den Nebenquests, die noch ausstehen. Und erledigen erstmal diese. Also, sagt, wenn ich jetzt nicht absolut irgendwas übersehen habe, das kann durchaus sein. Ich hatte ja alles soweit
aufgedeckt, was uns noch als Points of Interest fehlt, aber so, dass sie nicht entdeckt sind von uns, dass wir dahin latschen konnten. Also es fehlt natürlich hauptquest-technisch, glaube ich, noch irgendwas, aber das funktioniert anders. Es ist nicht auf dieser Map. Da kommt man, glaube ich, anders hin. Ich habe es bei Gronkh vor Ewigkeiten im Let's Play gesehen. Aber ich erinnere mich nur vage dran. Ja, das war's. Erkundungstechnisch alles erkundet, was geht. Das ist, das ist sehr schön. Zackenkrone ist Bürgerkrieg, das können wir auch noch machen, aber nicht jetzt. Nichts als Ärger ist, hat andere. Wir machen Blut auf dem Eis. Und dann leidloses Erwachen, gebe ich mal von aus. Ich weiß jetzt nicht, was ist das? Mal schauen, welche Art Quest das ist. Könnte auch dunkle Bruderschaft sein. Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr eine Münze für eine arme alte Frau? Ich kann aber nochmal. Moment, ich kann nochmal ins Questlog gucken. Nee, das ist Windhelm wird von einem Mörder heimgesucht. Ich habe mir mein Vermögen als Schiffskapitän erarbeitet, aber jetzt bin ich im Ruhestand. Nein. Ich habe euch doch gesagt, ihr sollt die Finger von meinen Werkzeugen lassen. Ihr habt eure und ich habe meine. Meckert er. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Tja. Dreckig. Hör ich auch mal aufräumen. Oh, wir haben einen Schlüssel dafür. Sehr schön. Verschaffe dir Zutritt zu Herkiem. Haben wir gemacht. Tagebuch des Schlechters. Hütet euch vor dem Schlechter. Genau, der Schlechter von Windhelm oder so. Das war jetzt nur eine Vermutung. Ich wollte jetzt eigentlich alles untersuchen. Hütet euch vor dem Schlechter, der Mörder, der in diesen Straßen von Windhelm herstreicht. Ja, das hatten wir schon mal, glaube ich, gelesen. Das sind alles die gleichen Zettel, ne? Das sind so Warnungen, die der Mörder, der hier durch die Straßen rennt, so verteilt. Ich habe irgendwas aufgesammelt. Wartet mal, was war das denn jetzt? Irgendwas anderes noch. Gleich mal gucken. Brief an Selina. Karius. Vergessen sonst. Wer war Selina? Um Gottes Willen. Gehört das hier zu? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube ja. Brief von Selina 2. Liebste Selina. Festung. Stern. Versorgungsschiff. Wie immer euer Maxim Axius. Brief an Selina 4. Festung Frostwald. Ach nee, das ist Solstheim. Das ist letztes Mal. Das hatten wir letztes Mal schon. Das ist was anderes. Das hat nichts damit zu tun. Tagebuch des Schlechters. Hier sind wir richtig. So, bevor ich das vorlese, muss ich übertrinken. Sekunde.
Das, man muss sich übertrinken, sonst wird das nichts. Vielleicht wird es auch so wenig nichts. Ich quatsche den ganzen Tag und ich bin schon ganz fusselig. Es läuft alles wie am Schnürchen. Ich habe gute Quellen für Knochen, Fleisch, Blut aufgetan. Aber was Sehnen und Mark angeht, ist die Auswahl bescheiden. Egal, in der Stadt wimmelt es von verächtlichen Schwachköpfen, die niemand vermissen wird. Letzte Nacht wäre es mir fast gelungen, Susanna zu schnappen, als sie das Haus Kerzenschein verließ. So eine dämliche Wache tauchte auf, genau im falschen Moment. Und ich musste kehrt machen. Nur ein kleiner Spaziergang und so weiter. Es ist ja nicht wieder eine Gelegenheit, die sich ergeben wird. Der Augenblick rückt näher. Ich denke an meiner Zeit in Winterfeste zurück, als die Geisterkräfte, die sie da oben in den Türmen verschwendeten. Sie erforschen lediglich die Magie, die sie bereits kennen. Ich bedenke hier ein ganz neuer Art der Magie, etwas, das tiefer reicht als bloße Zauberkünststückchen aus Feuer und Licht. Die Fleischmagie ist älter als wir, vielleicht sogar älter als die Welt selbst. Ich zupfe an den Zipfeln des Stoffs, aus dem das Universum besteht, und dort, wo es sich wölbt und faltet, werde ich meinen größten Triumph schaffen. Noch ein Versuch, das Kerzenscheinmädchen zu erwischen. Sie ist ein bisschen zu vorsichtig, aber diese starken Gelenke, die sie besitzt, sollten sie vorzügliche Sehen beherbergen. Das ist die Mühe wert. Heute Nacht. Also handelt es sich hierbei um einen Totenbeschwörer, logischerweise, wenn ich dazu sehe. Na hoppala. Uralter Altar. Was? Texas? Nee. 17 Sehnen, gemischte Bänder, Knochenfragmente. Zusammenbrauchen wir das einmal. Am besten Nord. Am besten, was? Am besten Nord, hä? 6 Level Knochen. Das klingt wie ein Kochrezept. Nicht mal mehr 2 Schenkel, 12 Meter Fleisch vor dem Schnitt. Sternenlesen am Rand des Eisverstandes, schauen die Lichter, bestaunt den Seelentanz. Sie enthüllt die Zeit, da sich der Funke entzündet, wenn unter geschickten Händen das Verwesende, das Verweste, Verzeihung, zusammenfindet. Übersetzt eines Altmeri-Textes gemäß der Interpretation der Eileiden und zuerst von Altmer übertragen, Autor und Herkunft sind unbekannt. Ja, mehr können wir hier nicht. Das ist die Frage. Geht den Hinweisen nach. Ja, wir. Achso, das war nur ein kleiner Schrank. Kommt denn da in Frage? Mir fällt ja spontan niemand ein. Leerstehende Bude. Huh. Naja. Ja, nicht groß, ne?